Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth mit mir, DF. Und ich wollte eigentlich da hoch und... Ich wollte eigentlich hoch und zu dem Auftrag gehen, zu dem wir hin müssen. Aber dann habe ich, als ich geladen habe... Warte, habe ich noch irgendwie was hier gesehen zum Aufsammeln? Ja. Habe ich mal rumgeschwenkt und dann habe ich diese unauffällige Wand hier gesehen. Und dachte, vielleicht kletter ich die mal hoch. Und das ist eine Eule. Hallo? Bell? War der Name, glaube ich. Leider kann man nicht galoppieren. Was ziemlich Banane ist, weil wir müssen ein paar Wände hochlaufen. Das könnte ein bisschen dauern. Und das... Wir einfach da, also ich meine, dass der Chocobo sich festhält, das wurde glaube ich erklärt. Das macht er mit seinen Krallen. Okay, hier sind zwei Sachen. Einmal die Eule und einmal das Ding. Ja, Chatley, was sagst du? Über Phönix sind viele Legenden im Umlauf. Ich gehe erstmal zu. Ließ sich Phönix an der Küste Junons nieder, auf der Suche nach einer letzten Ruhestätte. Dort traf er auf einen Fischer an einem Lagerfeuer. Dieser ließ ihn am Feuer Platz nehmen. Phönix hielt die Federn in die Flammen, woraufhin seine Lebenskraft zurückkehrte. Okay, ich soll dahin. Für Phönix. Ich will aber nicht. Ich will erstmal. Was ist das hier für Käse? Keine Ahnung, was das für Käse ist. Später. Ich will erstmal der Eule folgen. Ich habe nicht gesehen, wo die hin ist. Aber laut Kompass muss ich hier hin zur Quelle, glaube ich. Oder nicht? Doch, hier ist die Quelle. Quelle am Chocobo Cliff. Okay, absteigen. Absteigen. Den bin ich im Weg, Bell. Weiß ich nicht mehr genau, ob sie wirklich Bell hieß oder Bella. Ich glaube, sie hieß Bell. Ich habe eben den Titel und die Thumbnails gemacht für die letzte Aufnahme und da habe ich den Namen in den Titel geschrieben, aber ich habe den Titel vergessen, also den Namen. Den Titel auch. Irgendwas mit Bergsteigender Chocobo Bell oder so. Oder sowas in der Richtung. Irgendwas mit Bergsteigen und Chocobo und Bell. Wahrscheinlich. Der Name des Chocobos. Ich nehme zur selben Zeit, also nicht zur selben Zeit, aber noch am. Ich glaube, ich muss dahin für die Quest. Aber ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Komm mal das hier zu Klump. Tatsächlich will ich erstmal lieber absteigen. Warte, hier so. Dann hole ich das hier zu Klump. Da komme ich runter. Wo ich gesagt habe, was ist das denn? Glaube ich. Aber hier sind noch Sachen. Kann ich... Na, das sollte ich glaube ich nicht runter. Hier ist noch was. Auf jeden Fall, ich nehme... Nicht zur selben Zeit auf, aber auch nicht am... Ich weiß, ich könnte es gucken im Speicher- und Lademenü. Das war gestern. Aber ich habe noch nicht geschlafen. Ich habe versucht zu schlafen. Habe schon im Bett gelegen und dachte, ey, dass du im Bett liegst, machst du guckst dir die YouTube an oder irgendwas, sonst irgendein Krempel, damit du einschläfst. Und das hat alles nicht funktioniert. Jetzt spiele ich Videospiele, damit ich müde werde. Beziehungsweise ich fühle mich halt wie im Eimer, aber nicht per se. Ich finde es ein schöner Touch, dass da so ein grauer oder schwarzer oder was auch immer das für eine Farbe sein soll. Chocobo ist, so ein Motto, den brauchst du ja hier, um hochzukommen. Sind das Gräber? Ich will da gar nicht drüber laufen. Ich beklaue dich aber mal. Mein Freund. Deswegen des Planeten haben wir jetzt zu viel. Deswegen sollte ich irgendwas herstellen,
was das benutzt. Deswegen gucken wir mal beim Synthetisieren. Erstmal mache ich einen Mix. Supertrank. So verbrochen Supertrank, ein Ether. Aber wie viel heilt das denn? 20 MP, das ist ja ein Witz. Na, egal, das brauchen wir für Erfahrungspunkte. Und wir können Ether herstellen. Da brauche ich selber Ungeheuer, Kraller, Ätherknolle und Gnade des Planeten. Auch aber Segen des Planeten muss ich irgendwie verballern. Megatrank. Da weiß ich noch nicht, was ich für die Herstellung brauche. Da fehlt mir Barmherzigkeit des Planeten. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht hier in Junon kriegen. Ich kann ein Korallentalisman herstellen. Für der Scheiße für alle. Aber der gibt mir Erfahrungspunkte. Deswegen mache ich den. Ich könnte keins verbessern. Da fehlt mir auch alles für. Hier fehlt mir, also da habe ich alles. Was braucht denn Segen des Planeten? Zum Beispiel Heiltränke, aber dafür habe ich nicht so viel Salbei. Irgendwas, wovon ich Perlen-Ingwer. Brauche ich dafür für Supertränke Perlen-Ingwer, Ungeheuerknochen? Ja, Gnade des Planeten, ne? Da hätte ich bis Perlen-Ingwer wegballern können. Da, Segen des Planeten. Ja, da brauche ich Ether. Und Gnade des Planeten. Heilspray. Okay. Das benötigt Heiltrank. Haben wir hier ein paar. Nebelsäte, Saate und Segen des Planeten. Da stelle ich mal ein paar her. Sagen wir mal 10. Irgendwie hat es gerade mächtig gerumpelt irgendwo. Hat sich schon fast so angehört wie in meinem PC, aber was soll da rumpeln? Ja, ich habe mal 10 hergestellt, weil wir dann die Segen des Planetens bisschen verbrauchen und wieder neue aufsammeln können und die nicht rumliegen lassen müssen. Wer ist das denn? Wagenbauer. Moin, steh mal auf. Was wollt ihr? Ersatzteil. Wieso legst du dich wieder hin? Wir möchten den Karren von Gabe reparieren. Ah, auf der Suche nach Ersatzteilen, was? Richtig. Kommt morgen oder übermorgen wieder. Ihr seht doch, dass ich gerade viel zu müde für sowas bin. Cool. Nett. Meinst du mit einer Ohrfeige kriegen wir ihn wach? Der Mann ist schließlich schlafen, was tust du? Mit Magie wecken. Ich sag mal sanft wecken. Hallo! Aufwachen! Können Sie mich denn nicht hören? Welch liebliche Stimme! Kommt einem Schlafzauber gleich. Na schön, wenn euch so viel dran liegt. Aber dann müsst ihr mir alle Teile von der Liste bringen. Wo krieg ich die her? Und jetzt? Was für eine Frage. Wir holen die Teile. Stippere mit der Karte des... Ach, du Scheiße. Des Wagenbauers und dem Geruchssinn und deinen Schubbus die Ersatzteile auf, die überall in Juno vergraben sind. Mit links kannst du die Karte hervorholen und mit L1 vergrößern. Okay, schau mal die Notiz an. Ach du heilige Scheiße. Zoom ist leider dieser Kack. Okay, wo und überhaupt? Da ist ein Türmchen. Das. Ach, okay, ich verstehe, wo das hier ist. Glaube ich. Das ist nämlich nicht die ganze Karte. Nämlich, das ist nur das Eck hier. Hier, das, da sieht man nämlich, kann ich die Karte auch hier aufrufen? Ne. Das ist die Chocobo Ranch. Ich habe es, glaube ich, mal Farm genannt, aber es ist eine Ranch, ne?
Ne, Farm. Habe ich nicht letztes Mal gesagt, Farms, eine Farm ist da, wo die Tiere geschlachtet werden und eine Ranch ist da. Oder ist das umgekehrt? Eine Ranch ist da, wo die gezüchtet werden? Ne, keine Ahnung. Hier wird so ein Ding sein, dann habe ich die andere vergessen. Okay, dann würde ich sagen, ja, schick mir mal das Ding weg und dann gehen wir da so langsam hin. Also wir springen da erstmal hier runter. Okay, da wollte ich eigentlich nicht runterspringen, aber egal. Ich wusste auch nicht, dass ich da so tief runterspringen kann. Ja, da ist ja nicht mein Abgrund. Hier runter, dann rufen wir unser kleinen... Warte, ich muss glaube ich noch tiefer, ne? Aber ich muss glaube ich mit Schokobo runter, weil... Ja, Cloud will nicht alleine. Da runter. Huh, was war das denn für ein Move? Das sah ja aus wie, als wäre der einfach da runtergeschlittert. Weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Wie gesagt, ich will eigentlich schlafen. Aber ich will auch. Ja, das sieht aus wie runterschlittern. Ich meine, ist cool, dass das so schnell geht. Okay, das ist ein bisschen viel, also viel kleiner als wie bei Titan. Bei Titan war es wahrscheinlich so groß und opulent, weil es Titan war. Würde ich sagen. Okay, dann machen wir dieses Minispiel, was ich hasse. Halt analysieren. Was für Knöpfchen muss ich drücken? Wahrscheinlich nicht immer denselben diesmal. Na, diesmal wird es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter sein. Okay, die ersten beiden sind Viereck. Die zweiten zwei sind Dreieck. Okay. Ein kurz vor drei. Dann so bei vier ungefähr. Kurz vor sechs. Und dann ungefähr bei sieben. Wenn man den Kreis wie eine Uhr liest. Okay, dann wollen wir mal. Das war ein bisschen sehr früh. So. Bup, hat das gereicht. Ja. Ich freue mich schon, wenn das später alle Knöpfe abverlangt und nicht nur so simpel ist wie jetzt. Weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Puppenstufe steigt beinahe. Gruppenstufe sagt, was ich. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Espa verstärken. Und den Kampf schwächen. Die Gruppenerfahrung lässt die Codices steigen. Wobei ich immer noch sehr komisch finde, dass die Mehrzahl von. Stand der da die ganze Zeit? Auf einmal war der da. Ich finde es immer noch komisch, dass der. Dass die Mehrzahl von. Codex, Codices heißt. Okay, dann wollen wir mal hier runter. Kann ich die Karte? Ja, und wir können auch Kontier reiten. Wenn wir die Karte. Okay, wir können nicht die Wände hoch und runter, während die Karte offen habe, die kleine Map da. Okay, das sieht sehr stark nach, warte. Nach der Metallstruktur aus, glaube ich, die auf der Karte. Ja, da ist ein offener Zaun. Ja, es wird wahrscheinlich das Ding sein. Und den, Chocobo nicht auf dem Hintern gucken. Wo ist denn hier? Er macht die... Ja, die Karte ist hier. Mach die Karte mal weg, würde ich sagen. Irgendwo muss ja hier offen sein. Forschen, ja, deine Mutter. So. Hier ist noch was. An Material. Da ist auch noch was. Das soll ja hier dann irgendwann sein. Das ist ein Gegner. Oh, ich kann schnuppern. Ich
Ah ja, ich soll ja auch schnuppern, aber ich will erstmal das Viehzeug da weg haben. Kommt schon! Sturmgreif, die sind schwach gegen. Okay, ich geschockt. Der Feind ist geschwächt. Hau drauf, damit wir die besiegen können. Okay. Das war ein bisschen sehr flott. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir das so schnell schaffen. Ich glaube, wir können dieses Ding. Ich weiß nicht, was das hier darstellen soll. Ich glaube, das können wir nicht erklimmen. Ist das sowas wie eine Art Pfeiler für Junon? Wir sind ja sehr nah an Junon dran. Oder ist das irgendwie eine Zentrale? Oder? Weil das sieht hier auch alles sehr abgelegen aus. Okay, dann such du mal in ungefähr die Richtung. Da ist es ja. Es ist ja easy peasy. Ausgegrabenes Holz. Okay, ich... Oh. Wir brauchen Holz für ein Autoteil. Was ist denn das für ein Käse? Dann das Kärtchen. Das wird ja... so Richtung Junon sein? Oder mehr oder weniger? Das könnte eins dieser abgebrannten Häuser sein. Ah, ich bin ja schon da. Ja, sofort. Ich wollte nur die Materialien hier sammeln. Okay, dann versuchen wir nochmal eine Runde hier zu schnüffeln. Da oben. Ja, ich hab zu spät angehalten. Ich sehe nichts. Was kam das? Was ist das für ein... Ist das ein Auto? Was wir also reparieren müssen, weil ich hab das so verstanden, dass das ein Auto ist. Aber so wie es aussieht, ist es kein Auto, sondern das müsste dann hier sein. Da würde ich auch einen so Marker mal hinsetzen. So wie ich das verstehe. Warte, hier ist ein Gegner und ich hätte gern Gegner besiegt. Aber ich sehe sie. Meistens sagen nicht. Da, nee. Nee, was? Ferox. Okay. Oder Neros. Wieso mache ich Analyse? Oder haben wir irgendwie was? Was? Nein. Was wir noch nicht hatten. Ja, gut Angriff. Gut gemacht, Barrett. Ich hole mir erstmal das Zeug. Dann rufe ich nochmal meinen Chocobo, meinen Getreuten. Ah, hier ist noch so normales Zeug, was jetzt nicht mit der Quest zu tun hat. Dreh dich mal um. Da sind Kaninchen und wo Kaninchen sind, sind vergrabene Sachen und wir... Warte... Da habe ich schon wieder zu spät angehalten, aber nach unten gedrückt. Rubin. Okay. Das müsste denn hier sein. Ich mach mal den Marker weg. Ich hol mal kurz die Sachen, die hier liegen und dann gehen wir da... Tiefer, geh weg. Langsam aber sicher hin, wollte ich sagen. Okay. Ich dachte, wir machen... Was ist das denn für ein Käse? Ich dachte, wir machen tatsächlich irgendwie ein Autofit. Also, wie es aussieht, ist das eine Kutsche. Er hat ja die ganze Zeit von Karre und so gelabert, deswegen halt... Wahrscheinlich ist das nur eine Kutsche. Was ist das? Zurück zum Magenbauer. Ja, da machen wir mal eine Schnellreise. Okay, dann hier hoch. Kann ich was mit dem Chocobo machen? Nee, natürlich nicht. Was sollte ich auch machen können mit dem Chocobo? Wir Hallo. Sind wieder da. Nichts tun, vorhandene Teile übergeben, nach Detailen fragen. Hab doch gesagt, ihr sollt mir alle Teile auf der Liste beschaffen. Hab ich doch. Vorhandene Teile übergeben. Oh, da habt ihr euch ja ins Zeug gelegt. Es war nur Holz. Könnt mich übrigens Freddy nennen. Was wollt ihr denn nochmal von mir? Ein Wagen reparieren.
fragen, was er hier macht. Für euch sieht's vermutlich so aus, als würde ich gar nichts tun. Nee, richtig. Bringe Gedanken dem letzten Krieg nach. Ihr müsst wissen, das hier diente früher als Bunker vor Luftangriffen. Das soll ein Bunker sein? Unzählige Menschen verloren damals ihr Leben. Ich hab's zwar überlebt, muss aber jeden Tag an die denken, die nicht so viel Glück hatten. Das soll ein Bunker sein? Erstmal über den Krieg, weil der den schon erwähnt hat. Die Republik schenkten sich damals nichts. Die ganzen Kriegsruinen werden euch ja wohl nicht entgangen sein, oder? Ja, ich hab den Bunker gesehen. Ich bin damals für die Republik in die Schlacht gezogen. Doch wir wurden vernichtend geschlagen. Ihr seht ja, selbst die, die mit dem Leben davongekommen sind, haben sich nie von diesem Gräuel erholt. Gabe fragen. Der gute alte Gabe und ich haben zusammen im Krieg gekämpft. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Knabe war damals einer der besten Reiter der Chocobo-Kavallerie. Wir sind zu zweit durch die Berge geschlichen und haben die Shinra-Kerle mit Angriffen aus dem Hinterhalt überrascht. Glaubt mir, wir sind dem Tod oft nur um Haaresbreite entkommen. Wir haben unsere Pflicht damals mehr als erfüllt. Alles, was wir beide jetzt noch wollen, ist, den Rest unseres Lebens in Ruhe und Frieden zu verbringen. Ersatzteilfragen. Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Wartet kurz. Worauf? Bastelt der aus dem Holz was, oder? Hier, fertig. So gute Qualität gibt's nur bei mir. Na los, nehmt schon. Keine falsche Bescheidenheit. Gabe wäre sicherlich überglücklich, wenn Sie noch mehr davon anfertigen würden. Na, ich weiß ja nicht. Und außerdem habe ich viel zu viel zu tun. Habe ich gemerkt. Ihr habt doch jetzt, was ihr braucht, hm? Also macht euch schon vom Acker. Der Freddy ist ein Lieber. Dummer Sack. Was wird das für eine Serie? Haut schon ab. Habt doch sicherlich Besseres zu tun, als mit einem alten Knacker wie mir abzuhängen. Gabe wartet bestimmt schon. Na los, haut schon ab. Ja, ich bin ja schon. Besseres zu tun, als mit einem ich bin ja schon weg. Mir abzuhängen. Ist mir jetzt zu Gabe? Ich glaube schon. Ja. Nehmen wir mal. Schöne Reise. Müssen wir uns heilen? Nee, war nicht wirklich. Ich nehme mal das Gemüse hier mit. Und das Gemüse da hinten auch. Perlen-Ingwer, da muss ich auch noch irgendwie was herstellen. Hier, für Sie. Freddy hat sich richtig ins Zeug gelegt. Zeig mal her. Nur, wenn Sie den Karren auch wirklich reparieren und sich ab jetzt ordentlich um die Chocobos kümmern. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Gut, du hast mein Wort. Wunderbar. Na, dann können Sie jetzt gleich loslegen. Okay. Ich habe echt vor einem Auto gedacht, dass wir das irgendwie reparieren, aber das war eine Kutsche. Das ist ja ein kleines Meisterwerk geworden. Dem alten Freddy kann wirklich keiner das Wasser reichen. Was für ein prächtiger Karren. Muss euch wirklich danken. Jetzt kann ich jederzeit wieder durchstarten. Das ist großartig. Doch bevor wir weiterziehen, habe ich noch eine Frage. Hätten Sie die Chocobos einfach hier verwildern lassen, wenn wir nicht zufällig vorbeigekommen wären? Vermutlich. Verstehe. Aber bei einem Gegner wie Shinra durchaus verständlich. Viele haben Angst, was ihnen für Konsequenzen drohen, wenn sie sich den Mächtigen widersetzen. Unsinn. Als würde ich mir wegen denen in die Hose machen. Aber warum haben Sie dann aufgehört zu arbeiten? Ja. Tja, also, der Karren ist kaputt gegangen. Und den zu reparieren, da muss man ja erst die Teile beschaffen und dann... Ach, das war mir einfach alles viel zu aufwendig. Volle Sau, immer wieder Freddy. Aufwendig, ja? Schon gut, schon gut. Ich geb's ja zu, hab mich schlecht um meinen Laden gekümmert. Aber ab jetzt hänge ich mich mehr rein. Versprochen. Werd immer ein paar Ersatzteile auf Lager haben.
und mich auch ordentlich um meine Chocobos kümmern. Hast du das gehört? Wir haben also einen Zeugen. Dich sollte man sich besser nicht zum Feind machen. Oh, da habe ich Halb der Königin. In den Grassern und der Junon-Region kannst du den Schnellreisedienst der Chocobo-Kutsche in Anspruch nehmen. Sprich dazu mit den zuständigen Mitarbeitern der ortsansässigen Chocobo-Farm. Ich weiß es nicht mehr. War der Farm das, wo gezüchtet wird und Ranch da, wo geschlachtet wird? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ein bisschen doof. Hallo Chatley, lass mich in Ruhe. Ich wollte nicht gegen dich laufen. Ich wollte doch schnell den... Jetzt haben wir auf die falsche Taste gedrückt. Auf den Reif schauen. Reifstadt Königin. 14 physische Abwehr mehr. Das ist aber nichts, was Cloud will. So, du vielleicht, Barrett, ja, den Matrosenreifen möchtest du gerne haben. Das ist ja alles Käse. Ja, den Reif der Königin könnte ich tiefer geben. Das wäre sogar sehr gut. Das steht sogar Klassen. Irgendwie, Ugerarmreif. Ne, was hast du an? Barbarenarmreif. Okay, dann. Eris. Ja. Aber tatsächlich kann Tifa den am besten gebrauchen, weil da 14 plus geht oder so. Oder 16. Und das ist schon eine Menge. Und du hast aber. Ja, du hast auch nichts Wichtiges, sag ich mal, da drinne. Warte. Wir haben eine blaue Materie da drin, wo wir keinen Verbund haben. Jetzt haben wir einen Verbund. Was ist die blaue Materie? Automagie. Luft. Ja, gut, dass ich das... okay. Gut, dass ich das nicht drin hatte. Ich rede nochmal mit dir. Aber bevor wir da reingucken, mache ich kurz eine Pause. Weiter geht's. Ja, ich habe genug für die Schienen. So, jetzt kann ich mein Chocobo rausrüsten. Hier an dem Ding. Wie hieß es nochmal? Chocobo-Anpassung. Hieß es einfach. Ja, okay, dann kriegst du den Skorpion. Ach, das ist ja komisch aus. Das ist einfach keine Augen. Also, dass man die Augen einfach nicht sieht. Ich meine, sieht schon irgendwie cool aus. Man kann es auch umfärben. Sehe ich gerade. Ich lasse das auch mal bei der Palette. So, was mache ich noch? Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Ja, komm, wir brauchen nicht ein. Iris hat ein grünes, ich denke mal, das ist grün, Gesichtlein. Oder vielleicht ist es noch gelb. Farbenblindheit, ne? Jetzt zwei Striche. Wofür ist das denn hier? Ich hab gehört, dass Gelb wieder im Geschäft ist. Da gab's kein Halten mehr. Für lange Reisen gibt's nichts Besseres als Chocobo-Kutschen. Natürlich nur die von Gelb. Also zwischen... Boah, das kostet Geld. Man kann quasi zwischen... Also man kann wieder zu... Man kann quasi wieder zurück zu... Habe ich denn überhaupt irgendwie... Aufträge? Ja, okay, das ist die Hauptstory. Berichte, Grasland. Da ist ja eigentlich nichts mehr. Was ich im Grasland will. Habe ich da irgendwas vergessen? Warte mal. Bei Chatley habe ich. Da war. Ah ne, das ist Junon-Region. Da habe ich noch ein paar Sachen zu besiegen. Auf die Karte, Weltkarte. Ja, hab auf die falsche Taste gedrückt. Geh mal zu Grasland.
Ist hier noch irgend... Ah ja, ich habe den Foto-Ding nicht gemacht. Ansonsten... Ist hier alles abgegrast im Grasland. Was will man denn hier noch machen? Ich kann noch einen Quetzalcoatl besiegen. Ja komm, wir gehen noch mal kurz ins Grasland, machen das Foto. Darf's eine Kutschfahrt sein? Hier. Graslande. Kostet halt leider Geld. Gibt's eine Animation oder sowas? Oder sind wir einfach da? Da haben wir halt bei Ladezeit. Sind einfach da. Hube. Macht schon Sinn, dass es nicht dieselbe Person ist. Karte. Ja, dann mache ich ja mal so ein... Nicht mit Dreieck. Hier.